Hallihallo Freunde, lieben Zubereitung mit der Deutschen Gusto. Jeder kennt die Deutsche Gusto und jeder hat sich damit auch schon mal einen Kaffee zubereitet. Aber man kann sich auch mit der Deutschen Gusto, zumindest mit diesem Automat, was wir hier haben, Milch zubereiten. Babymilch, Babytee oder auch einen ganz normalen Tee. Geht ja auch. Man kann natürlich auch Tee kaufen von der Deutschen Gusto. Tja, ist aber in diesem Fall nicht nötig. Ich genieße sogar noch, weil... eine Tasse hat jeder, ein Teebeutel die rein, Wasser dazu, zumindest mit der Maschine hat man auch einen Tee fertig. Jetzt aber die Frage, wenn ich jetzt mir quasi, nehmen wir jetzt mal kurz die alten deutschen Gusto-Maschinen. Wir haben jetzt dieses neuere Modell hier vorne mit dieser Anzeige oben drauf, wo man quasi via Hebelwahl, bei uns in diesem Fall, die Wassermenge bestimmen kann. Bei den älteren Maschinen von deutschen Gusto war immer das Problem gewesen, das ist kein deutscher Gusto, das ist ein billig nachgemachtes Produkt, aber auch für deutsche Gusto geeignet, gibt es ja hier unten nur diese Angaben hier quasi, wie viel Milliliter da rein müssen da, ne? Seht ihr, Milliliter, Milliliter, ergibt das und das. Bei den alten Maschinen war quasi immer so ein bisschen raten, wie viel Milliliter muss, da, wenn man quasi nicht diese Dosiereinheit dabei hat, wie lange muss das Gerät laufen lassen, bis die Tasse diese Milliliter-Vorgabe hat. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Jetzt mit diesem modernen Gerät kann man es ja wie gesagt einstellen. Da gibt es verschiedene Füllmengen, Füllhöhen, die man einstellen kann. Frage ist nur, wie viel kommt dabei jeweils raus? Ja, ich habe das mal ein bisschen gegoogelt und ich habe dazu leider, deswegen dieses kurze Video, ich habe dazu leider nichts im Internet gefunden, wie viel Milliliter auf jeder Einstellung rauskommt. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Babymilch machen möchte, da hat man ja bestimmte Löffelvorgaben, wie viel Pulver rein muss und dann noch wie viel Flüssigkeit rein muss. Ist aber mit der Maschine machbar, aber leider, wir wissen nicht, was, wie viel wo reinkommt. Natürlich, wir können die Maschine anmachen und dann, wenn wir sagen, ist genug, machen wir sie aus. Wir können es aber machen wie auch bei Höhle des Löwens. Da gibt es eine Maschine, gab es eine Maschine, wo sie präsentiert, die extra für die Babymilch gedacht ist, wo quasi die Maschine selber dosiert und selber Wasser zugibt und das kommt dann trinkwarm raus, war gestern deren Aussage bei Höhle des Löwens. Bei trinkwarm rauskommen muss man bei eins beachten. Jetzt nehmen wir kurz mal Bezug direkt auf Flaschenmilch. Bei trinkwarm rauskommen muss man eins beachten. Diese Milch, die da rauskommt, oder das Wasser, was reinkommt für die Kindermilch, ja, das steht ja auch extra mit drauf. Wer lesen kann, ist kein Vorteil. Zum Aufgießen dieser Kindermilch, jups, soll man Wasser aufkochen und das Ganze auf 40 bis 50 Grad abkühlen lassen. Das hat den Grund, man braucht die 40, 50 Grad circa, um die ganzen Bestandteile, die zum Beispiel in dieser Milch drin sind, wirklich aufzulösen, damit das Kind die optimale Ernährung über die Flasche Milch erhält. Wenn man das quasi mit Leitungswasser, warmen Leitungswasser macht, oder man lässt den Wasserkocher und das lässt man abkühlen auf warme Trinktemperatur, dann lösen sich nicht die ganzen Bestandteile, die in dieser Milch drin sind. Das heißt quasi, dieser Milchzubereiter, was bei Höhle des Löwens zu sehen war, behaupte ich mal so, bereitet die Milch nicht ganz ideal vor, weil, wie die Hersteller gesagt haben, es kommt trinkwarm raus. Also quasi, man kann es da unterstellen unter deren Maschine und dann zack, trinken gleich. Das heißt quasi, alle Substanzen werden in dieser Milch nicht komplett gelöst. Das ist schon mal der kleine Nachteil dabei. Anders hier bei Deutschen Gusto, das ist ja so wie Leitungswasser, wenn man hier jetzt auf heiß dreht, ja, ich mache mal ganz kurz hier auch Scherz, und jetzt auf heiß dreht, kommt auch wirklich heiß Wasser raus. Ja, das sind dann, ich weiß nicht, wie viel Grad das sein mögen jetzt, aber auf jeden Fall ist dieses Wasser, was jetzt hier rauskommt, so heiß, also ich möchte es nicht jetzt im Mund drin haben, dass es wirklich, also ich behaupte mal, hier haben wir locker auch 40, 50 Grad, womit auch die Milchbestandteile gelöst werden können. So, wie gesagt, jetzt kommt das andere Problem. Woher soll ich wissen, wie viel Milliliter jeweils rauskommen? Na, in diesem Fall haben wir knapp 50 Milliliter rausgeholt, von der kleinsten Einstellung der deutschen Gusto-Maschine. Für einen Tee, habe ich gerade nicht hier stehen, steht in der Stube, braucht meine Frau ca. 100, was war es gewesen? 120 Milliliter, circa. Ich habe mir deswegen für euch die Mühe gemacht und das könnt ihr auch gerne bei eurer Maschine selber auch nachmachen. Ich habe gegoogelt, ich habe nichts dabei erfunden.
Bei meiner Maschine ist es so, von der Deutschen Gusto, das ist hier diese Mini-Automatik, so sieht der von der Seite aus. Ja, gibt es da hier oben diese Stellhebel. Und je nach Stellhebel kommt natürlich unterschiedlich viel Wasser raus. Höchste kommt natürlich am meisten raus, niedrigste kommt am wenigsten raus. Was, wie viel rauskommt, ist aber unbekannt. Ich habe mir deswegen die Mühe gemacht, habe mir extra meinen Messbecher genommen, habe den Messbecher auf die Waage gestellt, Waage auf 0 gestellt, damit der Messbecher quasi abgezogen wird beim Wiegen. Untergestellt, Wasser an, auf die Waage. Und dann konnte ich sehen, wie viel Milliliter ungefähr rauskommen, beziehungsweise auch hier an der Skala im Messbecher war es dann auch zu sehen nach Zeit. Bei Wasser hat man ja den Vorteil, Wasser und Milliliter sind relativ gleich. Das heißt, quasi holst du 50 Gramm Wasser raus, dann hast du ca. 50 Milliliter. So, und deswegen jetzt mal kurz für euch meine Erfahrung für diese Maschine. Wie gesagt, ihr könnt es selber herausfinden, aber das sind die Erfahrungen von dieser Maschine. Unter der Stufe 1 holt ihr ca. 50 Milliliter raus. Unter der Stufe 2 holt ihr ca. 70 Milliliter raus. Stufe 3 sind ca. 90. Nummer 4 sind ca. 120 Milliliter. Also immer leicht schwanken die Zahl. Ich habe die Zahlen mal leicht auf und abgerundet, damit ich eine runde Zahl habe. Stufe 5 erhaltet ihr ca. 140 bis 150 Milliliter. Stufe 6, in diesem Fall bei mir zumindest, 170 bis 180. Und die höchste Stufe, die ich auch auf keiner Dosierung von denen gesehen habe, ob Deutsche Gusto dafür eine Hochdosierung hat, weiß nicht. Normalerweise auch Stufe 7 plus Reinigungsprogramm. Aber wenn man sich ein ganz normales Tee mitmacht, meinetwegen, ich will mir jetzt hier drin einen Tee zubereiten, Teebeutel rein und so weiter, dann will ich ja die Tasse relativ voll haben. Bei der höchsten Stufe, der Stufe 7, kommen bei mir circa 235 Milliliter raus. Also, man kann es ja einstellen, meinetwegen für die Flasche brauche ich hier ca. 200 Milliliter. Haben wir in diesem Fall nicht. Das heißt, die Stufe 6 wäre für die Flasche ideal. 170, 180, kann man es mit kaltem Wasser noch ein bisschen verdünnen. Dann hat man die 180 Milliliter. Weil, warum verdünnet es mit Wasser? Ganz einfach, Stufe 6, ne? Babymilch, nenne ich jetzt mal. Bis ca. hierhin wird es dann gefüllt. Und dann haben wir den Vorteil, dass es quasi ja die optimale Temperatur hat, um das Pulverchen, was hier reinkommt, idealerweise zu lösen. Und wenn man dann mit Wasser nochmal nachgießt, dann, um die 200 ml für unser Kind zum Beispiel zu erreichen, kühlt man es gleich ein bisschen ab und das Kind kann es dann auch gleich trinken. Also man braucht keine 200-300 € für eine Maschine ausgeben, die auch via App die Milch zubereitet. Nein, es reicht zur Not diese ganz normale deutsche Gusto-Maschine oder ganz primitiv zur Not einen Wasserkocher. Aber hier kann man, wie gesagt, auch einstellen, meinetwegen, Schatz, machst du mal Tee fürs Kind? Ja, weiß ich mittlerweile, 1, 2, 3, die 4 ist für Tee die ideale Menge. Noch das Pulvermehl dazu für Babys und dann ist der Tee fertig. So einfach geht's. Und ja, also viel Spaß beim Nachmachen. Das sind meine Erfahrungen mit den Werten. Ich habe die Werte leider nicht gefunden. Ich gebe mir die Werte jetzt hinten noch an die Wand, damit ich auch beim nächsten Mal weiß, wie viel da jeweils drin ist. Gut, das war's soweit. Also, würde es lügen, entweder man investiert 300 € in eine Maschine oder man macht das wie wir, ca. 30 € investieren und kann dasselbe auch machen in kleineren Varianten. Bis dahin, tschüss mit Ö, euer Marco Lorenz. Bis bald.